Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Resident Evil 2 mit dem Aaron. Hi. So, das letzte Mal sind wir daran gescheitert, dass wir noch das Schachrätsel lösen müssen. Und haben ja, den Raum nicht gesehen. Genau, wir versuchen jetzt erstmal die Teile zu finden. So. Stimmt, das Werkzeug haben wir ja, das werden wir noch öfters brauchen. Das stimmt auf jeden Fall. Wenn es jetzt weg wäre, wieder wäre es geil. Ja, aber ich glaube, nimmt es ja wieder mit auf. Das glaube ich auch, dass wir es noch brauchen, sonst wäre es ja auch. Ja, wir brauchen es noch. So, aber hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ja. Oder doch? Nein. Ich wollte mich jetzt nicht blamieren sehen, habe ich nochmal gesagt, oder doch? Und welche Figuren fehlen es noch? Die Dame und der König, kann das sein? Zwei Stück, ja. Schlüssel. Okay. Ja, den können wir die Beschreibung, Schlüssel. Entschuldigung für den Spoiler, dass ich gesagt habe, Schlüssel. Wir wissen zwar nicht, wo wir ihn brauchen, aber wir werden ihn noch brauchen. Hey, warte, muss ich überhaupt hier hoch oder da runter? Hm. Wo geht's denn zu dem Vorrat? Ich glaube. Hier lang muss ja. Ich. Also ah, das ist gut, dann kannst du wieder durch. Ja, das gefällt dir doch am besten eigentlich. Und ich sehe schon wieder einen Shop. Das finde ich geil. Das stimmt. Boah, da habe ich jetzt gar keinen Bock, weil der Amazon-Bies sind. Bäh, was war denn das? Das stoßen die kann ich nicht sagen. Was zum Teufel war das? Okay. Sieht auf jeden Fall nett aus. Sieht halt widerlich aus, raus aus dem Wasser, Leon. Es wird ja immer schlimmer. Da werden die Zombies hier anscheinend auch gegessen. Das glaube ich dir. Wer ist das hier widerlich? Wie so ein lebendes Riesenorgan. Ja, wir müssen hier unbedingt weg, alter Freund. Oh, das ist wie so ein Uhlenmulch. Cool, ich habe gar keine Bomben mehr. Nee, die habe ich alle verbraucht. Außer den Film. Und Messer habe ich auch keine mehr. Nö. Nee. Ich lade mal ganz kurz meine Waffen erst auf. Ist die auch aufgeladen? Das greift mich jetzt eher an dieses eklige Stück. Das stimmt. Aber du konntest entkommen. Nein. Komm, Leon, das schaffst du. Vergib mir. Super. Danke. Ich weiß nicht, wo ich gerade bin. Das kann ich auch nicht sagen. Ich hoffe, du läufst nicht zurück wieder. Cool, da sind noch mehr. Cool, da sind 100 Stück. Ja, aber warte. Mal, bevor du das. Das ist auch gegen Gift, das finde ich. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber ich dachte, du bist noch fast ganz am Leben. Ich war fast tot, ich war auch noch vergiftet dazu. Na gut. Also später muss ich ihn wahrscheinlich eh alle abknallen, das komme ich ja dann niemals durch. Das kann gut sein. Aber ich habe ja Munition und so. Vielleicht ist ja hier auch noch was drin. Hört auf mit dem ekligen Geräusch! Weil ich dann nicht weiß, ob es hier war oder da raus. Vorratsraum. Fehlt euch nur noch Mr. X? Das hättest du dir sparen können, du Ekliger. Den kannst du dann wieder in deinen Part bekommen. Nö, muss ich sein. So. Gut, dass wir endlich im Vorratsraum angekommen sind. Das stimmt. Okay, Kraut. Ich meine, nicht, dass ich Heilung nötig hätte, aber. Ja, gut, ich nehme sie halt. Wenn es sein muss. Okay. Boah, da brauchen wir jetzt aber nicht die Schachfiguren, wo wir nicht mitgenommen haben, oder? Ich gucke jetzt erstmal, ich habe keinen Bock, das unnötigerweise nochmal alles zu machen. Ich glaube, wir brauchen den König. Also, den Turm oder was auch immer das war. Das war der König, aber den haben wir, glaube ich, auch gehabt. Ah, Gott sei Dank. Ja. Das wäre jetzt aber auch mies gewesen, wenn wir den ganzen Weg wieder hätten zurückgehen müssen. Das meinst du, das wäre typisch gewesen für uns? Ja. Den haben wir natürlich nicht, ne? Nö. Die Queen. Geil. Den ganzen Monsterweg nochmal zu gehen, hätte ich jetzt wirklich Bock drauf. Das stimmt. Sicher, dass du nicht das richtige Teil hast? Ah, da ist noch eins. Das ist das, wo ich eben ausgezogen habe. Okay. Warte. Das ist auch die Queen. Und das ist auch die Queen, oder was?
Okay. Wo ist es jetzt aufgegangen? Ist direkt vor dir. War da nicht rechts was? Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wo es hier aufgegangen ist gerade. Direkt, wo du es reingesteckt hast, ist da kein Eingang. Links? Hier. Ja. Nö, anscheinend nicht. Alter, sind wir dumm, wir sind von hier gekommen und hier ist wirklich eine Tür aufgegangen. Ja, du hast ja gleich gesagt, du glaubst doch nicht mehr. Du warst zwar ganz kurz weise, hast aber dann gleich gedacht, oh ne, doch nicht. Also hast du dich wieder entdummt. Deine echt? Schuld. Entdummt? Ja. Sehr gut. Ja, aber jetzt geht die Tür wieder zu, du brauchst das andere noch. Ja, gut. Wo kommt der denn her? Toll, dass der jetzt überhaupt hierher kommt, weil ich meine Munition jetzt für so eine Gurke jetzt verschwenden muss eigentlich. Bestimmt. Geh weg, ich renne jetzt hier weg. Ich kann mir das jetzt hier nicht erlauben, mit dem rumzukämpfen, wenn da noch überall diese Ekligen kommen. Okay, jetzt muss ich doch fragen, wie komme ich hier wieder raus? Hinter dir, oder? Hinter mir? Ja. Nö, diesmal wirklich nicht. Weil ich habe jetzt das rausgemacht, das habe ich auch rausgemacht. Und jetzt, hä? Warte. Ist das die Königin oder das? Queen? Da ist ja auch noch eine, vielleicht muss ich das jetzt da reinmachen. Ah, jetzt kann ich mir die Königin holen. Mein Gott, bleib jetzt auf dem Boden, du Hässling! Ich muss das Rätsel nicht noch zusätzlich verschwenden. Ich bin dumm genug. Brauche ich die Hilfe von dir nicht. Und diesmal haben wir es aber jetzt richtig, oder? Ich denke schon. Ja. Schade. Cool. Ich habe jetzt die beiden Schlüssel, muss aber wieder bei diesen ekelhaften, stinkenden, widerlichen Dingern durch den Sumpf. Mhm. Ja, jetzt haben wir alle, Alter. Jetzt müssen wir die Tür öffnen. Neues ja. Ziel. Mhm. Aber die sind so ekelhaft. Was liegt da auf dem Boden? Nix gut. Willst du den Party übernehmen? Nö, nö, ist okay. Ich hab schon den Party übernommen, um die Handgranaten zu werfen. Aber die sind so ekelhaft. Guck mal, der wartet da schon auf mich. Ja. Ja, klar, jetzt wo ich schießen wollte, ist er weg. Sehr witzig. Der ist schlauer als gedacht. Das Dumme ist, ich sehe leider nicht. Ist er trotzdem noch durch. Hier? Das ist bestimmt da, aber renn doch durch. Oder? Doch. Aber langsam zu gehen wäre wahrscheinlich noch dümmer. Wow! Defekt und Ekel. Das war schon cool. Gut, soll mir recht sein. Lass mich bloß in Ruhe, du ekelhaftes Teil. Puh. Mal. Sag mal! Du stinkt hier! Du bist ja noch fressgeiler als der. Das stimmt nicht. Du bist allgemein fressgeil. Ja. Leon, zieh deine Waffe. Wie wär's? Und ich brauch Antigift, sonst verreck ich nämlich. Ja, sterb in der Hölle. Ekelhaftes Vieh. Und der Gegner da auch, ey. Das war nur ein Scherz, alter Junge. Du bist nicht ekelhaft. Warum zeigt das jetzt hier vier Dinge an? Das ist eine gute Frage. Ja, nee, das kann nicht sein. Ich hab's ja eben alles gemacht. Oder weil wir da die Steckdosen uns geholt haben. Ja, wahrscheinlich. Nach Leon, dass wir die schlechtere Waffe nehmen können. Es wäre aber cool, wenn du es nochmal nachgeguckt hättest und nochmal durch den Sumpf gegangen wärst. Echt? Wenn du es wirklich... Nein. Wenn die denken, ich verschwende jetzt für jeden von denen Munition, haben sie sich aber auch geschnitten. Oh Mann, ich bleib jetzt endlich tot. Genau. Die sind auf jeden Fall hartnäckig. Das stimmt. So.
vor alles vor allem erstmal das hier. Und dann probieren wir das Rätsel wieder. So. Was war das nochmal genau? Turm und Springer an derselben Wand. Ich glaube, das haben wir schon, ne? Springer, Turm. Okay. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und gegenüber vom Turm muss auf jeden Fall die Dame. Warte mal, wo ist denn der Turm nochmal? Hier in der Mitte ist der Turm. Und hier ist das. Ne, das ist nicht die Dame, oder? Ja, ja, da muss die Dame hin. Welches war denn die Dame? Wäre ganz gut, wenn es dabei stehen würde. Wahrscheinlich die hier, wegen der Krone. Ja. Jetzt muss ich noch einmal gucken. Turmspringer an derselben Wand. Ja, Läufer und Dame nicht nebeneinander. Ja, und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Das heißt, der Läufer muss auf die andere Seite, weil die da darf ja nicht neben der Dame sein. Also muss hier der Läufer hin. Ist das der Läufer oder ist das der Läufer? Ne, das müsste der Läufer sein. Gut, und dann bleibt ja nur noch eine übrig. Und das müsste jetzt hoffentlich stimmen. Gott, sind wir gut. Das stimmt. Das ging jetzt doch relativ fix, alter Junge. Ja, und jetzt darfst du Ada retten. Ach, stimmt, ja. Die haben wir ganz vergessen, ne? Es ging ja auch jetzt gerade mal um uns, nicht um sie. Lag hier. Ah, was haben wir denn hier? Kraut? Kann man das noch? Nö, kann man jetzt. Ist egal, wir haben ja genug Blatt mittlerweile. Das stimmt, wir haben ja alle Gürteltaschen. Ja, das kannst du jetzt kombinieren. So viel Kraut deutet darauf hin, dass du gleich wieder ziemlich viel hart Kraut besiegt bist. Ne, da mache ich sicherlich nicht drauf. Doch. Da muss ich doch bestimmt aufmachen, oder? Bestimmt. Was ist denn in der Tür drin? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich gucke erst in die Tür und danach in das Ding. Da scheint gar nichts drin zu sein. Gut, aber irgendwas. Ja, gut, das ist eine vergammelte Rauchpflanze. Sehr schön. Ah. Ach, das ist wieder das, wo die Dinger da im roten Bereich sein müssen. Ah, jetzt können wir erst aufmachen. Gut zu wissen. Siehst du? Deswegen hast du es ja eben auch gar nicht probiert, weil du ja wusstest, dass. Okay. Was ist denn das jetzt? Sag mal, was ist denn das? Weiß nicht. Was? Cool, was soll ich da jetzt machen? Sterben, oder? Das vermutlich nicht, aber... Lass mich in Ruhe, du. Ich hab nicht mal eine Ahnung, was das überhaupt ist. Das ist eine gute Frage. Was bist du denn, Ekliges? Geh weg, und obwohl das bringt wahrscheinlich gar nichts. Ja, aber was anderes fällt mir auch nicht ein. Oh Gott. Oder auf diese TNT-Kisten schießen, aber... Ah ne, das kommt rein. Okay, gut. Ist das nicht der Eklige von vorhin mit dir? Ah, das stimmt. Sieht jetzt komplett anders da aus. Der hat sich weiter verwandelt. Cool. Dankeschön. Das freut mich für ihn. Schnell, also mit dem kämpfe ich sicherlich nicht. Warum nicht? Bist du krank im Kopf oder so? Ich kämpfe doch jetzt nicht mit dem. Der will bestimmt Hackfleisch aus mir machen. Das kann ich verstehen, aber du musst doch jetzt eh in das andere Ding rein. Ich glaube, ich muss erst den aufhalten. Oh Gott, ist der schnell. Renn! Ja! Sag mal, der war ja schon genau hinter mir. Wie krank ist das eigentlich? Ich weiß leider wirklich null, was ich machen soll. Ja gut, du musst ihn wahrscheinlich besiegen. Der Typ war genial, Alter, Junge. Ich danke dir. Ja, was, ich weiß nicht, was du sonst auf den hinaus willst. Cool. Was hat mir das jetzt gebracht? Außer, dass es weg ist. Das kann ich dir nicht sagen. Sehr gut, der steht bestimmt gleich wieder auf und bringt mich um. Momentan leuchtet bei ihm nichts, da kann ich ihn wahrscheinlich eh nicht verletzen, oder? Oh, das weiß ich nicht. Was muss ich denn überhaupt machen? Jetzt hab ich dich. Hey, das Munition. Egal was ist, Kumpel, Munition hilft dir immer. Ja. Oh, ein Messer. Nice. Wird er jetzt platt gemacht? Ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade überhaupt passiert. Ja, der wird jetzt platt gemacht. Nur wenn er getroffen wird. Hm.
Der lebt ja immer noch. Ja. Jetzt kann er sogar springen. Cool. Und dann meine ich, das ist uncool. Musst du nicht immer die andere Taste drücken jetzt? Dann kommt es aber gleich zurück und der steht 0 Grad da, der muss in die Mitte. Ach so. Sonst treffe ich ihn ja nicht. Jetzt, wo ich einmal ganz gut bin, will ich nicht wieder dumm werden dadurch. Na gut. Ich will nicht dumm wirken. Wenn ich jetzt sterbe, weil ich es nicht gemacht habe, bin ich natürlich wieder dumm. Aber das freut dich bestimmt. Nee. So, jetzt drücken wir Kumpel. Aber ich muss gestehen, die Form sieht sogar richtig cool aus von dem. Auch wenn sein Kopf jetzt irgendwie von Mensch gesehen an seiner Brust hier sitzt und irgendwie so ein anderes Ding sein Kopf ist. Bizarre Kreatur. Haben wir unseren Kumpel noch mal besiegt, ich und der gute Marco. Ja, das erste Mal war ich dran, jetzt du. Den kannte der ja bestimmt auch noch. So, jetzt. Meinst du, wir begegnen ihm noch mal? Das kann sein. Vor lauter Hektik, was machen wir jetzt überhaupt? Sieht ihr, aber deswegen haben wir uns die Shotgun aufgehoben. Jetzt musst du ja wieder zurück zu Ada, wenn du irgendwie wieder hinkommst. Hier? Nee, gut, das ich muss doch dem Monster hinterher springen. Ah, hier kannst du rüber. Es kommt bestimmt eh ein Speicherpunkt. Ah, da ist der Raum. Ja, perfekt. Warte, soll ich nochmal speichern erst? Ja, mache. Obwohl, nee, wir können hier gar nicht speichern. Wobei, ich glaube nicht, dass jetzt gleich wieder ein Boss kommt, also. Ja. Ach komm, Ada, ich rette dich. Komm schon. Ada! Ada, wo bist du? Ich bin hier! Ada! Ich war gerade schon in Sorge. Ich krieg es nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich das... Tu es einfach, ich kann so nicht laufen. Okay. Wird wehtun. Warte. Lass doch, ich mach's selbst. Entspann dich, okay? Also, wie geht's weiter? Sieh zu, dass du es hier rausschaffst. Solange du noch kannst. Ich werde dich nicht hier lassen. Nicht so. Du verstehst es nicht. Die Situation ist übler, als ich dachte. So einfach wirst du mich nicht los. Du hast mich beschützt. Jetzt bin ich dran. Wusste nicht, dass wir hier Punkte zählen. Greif meine Schulter. Ganz schön mutig, Frischling. Okay, will er nur helfen. Vorsichtig. Du willst helfen? Wir müssen dringend zum Nest. Nest? Umbrellas Labor, direkt unter uns. Annette hat sich verplappert. Dort sind die Virusproben. Bist du dabei? Denke, mein Kalender ist frei. Komm. Wir haben was zu tun. Ja, Ma'am. Die Standseilbahn bringt uns runter zum Nest. Dieses Armband ist unsere Fahrkarte. Nett? Woher hast du das? Ausgeliehen. Wie auch immer, wir sind fast da. Und für eine Sekunde haben wir hier diese Tür gebraucht, diese ekelhafte, wo wir eine Stunde gesessen sind. wir können auf jeden Fall noch mal kurz speichern. Gut, dann beenden wir den Part an der Stelle und das nächste Mal schauen wir dann, wie es weitergeht. Also, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich seid ihr wieder dabei. Macht's gut. Ciao. Ciao.